Hey Leute, schön euch hier zu sehen. Ich bin der Frank-Steffen Müller für G66. In der Videoreihe Frank's Fractal Sunday stelle ich alle 383 Fractal Audio Factory Presets vor. Wow! Heute zeige ich die Presets 201 bis 205 und am Ende spiele ich wie immer einen Song. Viel Spaß dabei! Das Preset 201 heißt Tracking Ring Mods. Als Model haben wir hier den ODS 100 Clean. Dieses Model basiert auf dem berühmten Dumble Overdrive Special. Der teuerste Verstärker der Welt hat einen wunderschön cremigen und smoothen Sound. Deshalb ist er auch besonders im Jazz, Fusion und Blues beliebt. Berühmte Player sind Robin Ford, John Mayer oder Joe Bonamassa. In diesem Preset haben wir einen Ringmodulator im Tracking Mode. Jede Szene wird durch einen eigenen Szenencontroller gesteuert. Ich spiele zuerst den Sound ohne Ringmodulator und danach alle 8 Szenen mit Ringmodulator. Das Preset 202 heißt Starship Flanger. Hier wird der USA Pre-Clean benutzt. Dahinter steckt der grandiose Clean-Kanal des Mesa Triaxis Preamps. Dieser Clean-Kanal kann von Country bis Jazz einfach alles. Populäre User sind Andy Summers, John Petrucci oder auch Frank Gambale. Der Preset-Name kommt von dem Song Starship Trooper der legendären Prog-Band Yes. Hier wird ein sogenannter Through Zero Flanger benutzt. Ich spiele jetzt Szene 2. We'll be right back.
Das Preset 203 heißt Undulation. Hier haben wir das Model des Vibrato Verb Custom. Dahinter steckt der Fender Vibro Verb Custom Reissue. Den Namen des Presets, Undulation, kennen wir schon von der Firma Eventide. In diesem Preset haben wir LFO-gesteuerte Delays von Plex-Delay-Blöcken durch ein Tremolo, wobei die Tiefe des Tremolos durch ein Envelope-Follower gesteuert wird. Ich spiele jetzt Szene 2. Preset 204 heißt Serenity Now. Hier haben wir den Double Verb Vibrato, das ist das Model des Fender Twin Reverb. Ein leichter Autoswell-Effekt geht hier in ein Delay über und fällt allmählich in der Tonhöhe ab. Ich zeig dir jetzt Szene 2. Outlaw Immortals Beyond. Outlaw Immortals. Outlaw Immortals. Give me my money and stats. Real niggas, fingers on nickel-bladed non-triggers. Open fire, now them niggas bleeding. Dying niggas like the Grand Jury. Them player-hating niggas resent me, cause all they chicks is in the Rusty section. Girl, they ready for my mom, Duke Celebrity son. My shit so lethal, making jealous niggas pass out. Love the music on my last album. The ones that pull for me, life got so many rewards, nigga. Outlaw Immortals. Outlaw Immortals. Outlaw Immortals. Das Preset 205 heißt Haunting Echoes. Hier haben wir wieder das Model des Vibrato Verb. Der Fender Vibro Verb ist ein extrem gesuchter Amp. Vermutlich, weil ihn der legendäre Stevie Ray Vaughan gespielt hat. Der LFO Modifier macht tempo-schwankende Tape-Delay-Wiederholungen. In Szene 3 erzeugt der Reverb einen sogenannten Freeze-Effekt. Das heißt, der Akkord bleibt unendlich stehen. Dazu gibt es auch aus der Gift of Tone Series von Fractal Audio ein großartiges Preset von Cooper Carter. Unbedingt downloaden und schaut euch die Gift of Tone Serie an. Fantastische Presets for free. Ich spiele jetzt Szene 1 und Szene 3. Zum Schluss spiele ich einen Song mit einem eigenen Preset.
Auch dieses Preset wird es in der Gift of Tone Serie zum kostenlosen Download geben. Den Link findest du dann in der Videobeschreibung. Viel Spaß! Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, schenk mir ein Like. Und um keine Videos zu verpassen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Wenn du Fragen oder Wünsche hast, dann schreib mir das in den Kommentaren. Du kannst auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Hier findest du unter anderem The Complete Fractal Audio Factory Preset Videos. Und checke unbedingt The Gift of Tone Serie von Fractal Audio, bei der du jeden Tag von einem der besten Gitarristen der Welt seine Signature Presets kostenlos downloaden kannst. Wahnsinn! Hab eine gute Zeit und wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Get Your Kicks at G66.